Da waren wir kurz offline. Warum auch immer. Ich muss dann unbedingt vor der nächsten Session schauen, wie wir diesen Flaggern hier in den Griff kriegen. Es ist auch so, dass es nur in der Aufnahme so schlecht aussieht, also so schlecht läuft und so flackert. Hier bei mir auf dem Bildschirm ist es nicht. Ich nehme extra direkt den Bildschirm auf. Aber das scheint nicht zu helfen. Das sieht irgendwie sehr verdächtig aus. Der steht da. Schaut so. Und da drüben ist das Auto, das wir abholen sollen. Ah, warten. Forelli-Brüder bringen ihn zu der Schrottplatte. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass das so nicht irgendwie auffallen würde, ja, mit dem Blutsporn hinten am Kofferraum. Ja, eine ruhige, ja, ein bisschen nicht ganz so offensichtlich da reinpacken können. Mensch, Leute, lass mich doch mal hier fahren. Also finden die es nicht so lustig, dass ich da einen Kofferraum habe. Also einen von denen, mal abgesehen. Oma, Platz da. Ich muss zur Schrottpresse. Oh, die Kofte, wo sie so vielleicht ein bisschen loswerden könnten. Eine Rampe gesehen, beziehungsweise sehe sie immer noch, weil wir hier festhängen. Ach Mensch. So, hier geht's zum Schrottplatz. Hey! Hallo Kumpel! Willkommen auf der Fahrt. Oh, tschüssi! Mensch. Scheiße, mein Kumpel im Auto vergessen. Das ist jetzt doof. Das Auto ist irgendwo raus. Was bringen Sie zur unserer Garage in Portland Harbor? Okay, Gas aufpressen. Warum wollen wir Fahrzeuge schrotten? Na gut. Hier ein Auto hinstellen und zum Wegfahren, das wäre cool. Hey, ich habe ein paar geschrottete Cars. Oh, mein Freund. Kann er nicht irgendwie rennen? Kann man zurückgucken? Ah, guck mal, da ist hier was Schönes. Beim Autohändler unseres Vertrauens. Das sind zwei schöne Sachen. Einmal Paket Nummer 2 und ein Auto. Hallo. Faction 2 von 100. Da. Oh, mein Banshee. So, fahren wir mit unserem hübschen Banshee mal zu Joey. Gerne, würde gerne Misty noch ein bisschen rumfahren. Die kleine hübsche. Sowas mit der Klassiker. Ich glaube, der ist auch in allen GTA-Teilen, außer Vice City vorhanden.
Ah. Klingelt denn hier irgendwo? Irgendwo so eine Telefonzelle? Ja. Wollen wir mal reingehen, ne? Der Abkocher. Mission, cool. The name is Jox, Marty Jox. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Oh, das gefällt mir natürlich. So ein Banker hier. Und wir sollen sein Auto nehmen. Gefällt mir natürlich nicht, da wir gerade einen Banshee besorgt haben, aber egal. So, lauf doch mal schneller, mein Freund. Lauf schneller. Klasse. Ach. Genau falsch rumgelaufen. Was habt ihr nur? Warum lauft ihr so? Legt euch lieber hin. Fällt sich so auf. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir die nächste Session das Flackern in den Griff kriegen. Wie gesagt, ist leider nur im Stream. Das ist sein Auto nehmen. Ich habe einen Benzin, soll das fahren? Oh, nee. Triff dich mit dem Banker. Naja. Hol mal den Banker mal ab. Was ist das denn eigentlich für eine Firma? Bitch and Dog Food. Bitch and Dog Food. Die ganzen Nutten verarbeiten, die überall rumlaufen. Also das Gefühl, die Stadt besteht nur aus Nutten und Bauarbeitern. Und die guten blauen Deutschen da. Naja. Guck mal, der Banker ist gleich hier. Guck mal, der kann ihn schön abholen. Und steig ein. Ja, den Burschen besuchen wir jetzt mal. Was ist denn hier? Das ist ein Jump. Den können wir dann später mal machen. Erst müssen wir ihn wieder rausfinden. Und dann mal schauen, wenn unser Benji noch da steht, können wir das gleich machen. Der Eingang war ja hier. Ja, danke schön, Teufel, bitte. Dann liefern wir den Banker mal ab. Irgendwie das Gefühl, das war seine letzte Fahrt hierher. Wieder zum Schrottplatz. Ja, die fahren sich ja mal gegenseitig an hier. Genau, einfach quer durch die Baustelle. Auto fährt sich sehr merkwürdig. Schon mal hier in die Richtung. Aha, der Weg kommt mir bekannt vor. Tschüssi. Noch Platz, schlaf rückwärts.
Tausender bloß. Ja, nicht drüber springen. Man kann da ja nicht drüber springen. Kacke. Wir klauen sein Auto, um ein Auto zu klauen. Natürlich sehr sinnvoll eigentlich. Oh, jetzt haben wir unser Badge angefahren. Oh nein. Natürlich genau andersrum geplant. Ich würde die Scheibe kaputt fahren, damit der Benji ganz bleibt. Naja. Hui. Nee, weil erst unser Jump machen. Das war doch hier vorne irgendwo. Was hier? Hier war's. Oh, wir müssen Jump. Das war kein Monster-Stunt. Das ist ein Stunt-Bonus, okay. Und natürlich! Ja, den nächsten Jump bleiben machen. Das hat sich gerade erledigt. Ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist das gerade voll in die Hose gegangen. Nee. Ja, da fahren wir halt. Oder vielleicht geht's mit dem Taxi. Das wird ja ziemlich schneller sein, wie die Hütte, die wir vor uns haben. Den Schwung holen hier. Und nicht, dass wir im Wasser landen. Ah, komm schon. Auf dem letzten wird er aufgesessen, aber wir landen ordentlich. Das ist ein Stunt-Bonus. Ja, ich hätte doch das bauen können. Wenn das Herz haut sich dann 5 Sekunden später entscheidet, dann mal komplett umzufallen. So, Joey, was hast du denn Schönes bei uns? 6 und 14 Uhr wieder. Na gut, dann fahren wir erstmal zum lustigen Tee, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Mal sehen, was der Schönes für uns zu tun hat. Schade, hat die wohl gleich mit Platz hier, oder? Aha! So. Und bestimmt mit dem wegfahren. Schmutzige Wäsche. Schon wieder. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, eh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Okay. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Wieder dahinter fahren. Mensch, Mensch, Mensch. Sorry. Also gleich in der Nähe, ich brauch's. Geht voll, Auto, ja. Oh, Granaten. 10 Stück. Je länger wir drücken, desto weiter fliegt sie, okay. Yeah, come on.
Und mal schauen. Überall Nutten. Nutten und Männer in schwarzen Anzügen. Juhu, komm mal her, mein Freund. Ach, jetzt haut er ab. Wenn wir anhalten, hält er da auch an. Ja, das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Alles ist ganz, nur mein Auto ist kaputt. Spitze. Junge. Sehr nervöse Schießer, der Junge. Meine Güte. Ich bin jetzt ein Auto gebraucht irgendwie. Jetzt gibt es kein einziges Auto mehr hier. Oh, Auto, Autos, ja, genau. Spitze. Ja, ja, komm, mach Platz. Gut, dann werden wir wieder den Transporter einholen, der uns gerade entwischt ist. Wenn wir räumt das Ding schon. Nicht zum auf dem Auto schießen. Sollten wir vielleicht mal bei Armored Nation vorbeifahren. Wenn er irgendwo festhängt, können wir ja eigentlich wieder Schrotflinte schießen. Fahren wir schnell. Armored Nation. Ich glaube, die Uzi oder Mac war ja verfügbar. Alles jetzt nicht hier. Nur Armored Nation muss er finden, ne? Ich glaube, hier war's. Genau. Danke. Dann nehmen wir auch gleich noch was mit. Geld haben wir ja eigentlich genug. Mehr Munition hier. Zack. Zack, zack. Was haben wir denn jetzt? Auch wieder ein bisschen. Das dient ja relativ gut im Moment. So, 625. Eule, du darfst aussteigen. Ja. Fahrt, Polizist. Polizisten gleich loswerden hier. Zack. So. Wir werden es jetzt endlich schaffen, hier so ein Wäschereiautomat zu zerstören hier. Haha, ja, jetzt haben wir das was. Und tschüss. Ja. So, Nummer 2. Und tschüss. So, hier haben wir so einen Stern, genau.
So, wo ist Nummer 3? Vermutlich mal Nummer 3 wird nicht so einfach, da werden wir bestimmt mich auf ein bisschen Widerstand stoßen. Und er sagt ja, wir sollen anders auf den Weg kommen, was uns auf den Weg kommt. Und inzwischen sollten sie ja kapiert haben, dass wir Jagd auf die Transporter machen. Den hat man doch schon mal. Exakt hier. Fertig. Und tschüss. Mission erfüllt, 20.000. So, sagen wir, wechseln wir das Auto. So, zwischen 6 und 10 irgendwas hat doch Joey gesagt, ne? Nun fahren wir nochmal zu Joey. Beziehungsweise immer mit dem Auto den Jump nochmal, oder? Nee. Warten kurz. Moment, bis Joey wieder da ist. Wieder da? Natürlich 6 und 14. In der Veröffnungszeiten. Dauert anders. Ihr verhält ihr. Guck mal, du läufst gegen die Laterne, Euler. Ich helf dir mal. Besser? Oh, danke schön. Die belohnt mich mit Geld. Oh, wow, bei der. Oh, der rettet die. Wenn noch mal Geld kriegen, würden wir die jetzt gleich nochmal umhauen. Was sind der für Probleme? Macht man die? Dann schlägt keine Leute auf der Straße. Ups. Yeah. Jetzt er wiederbeleben. Oh, zack. Komm, jetzt hat er bestimmt wieder. Und nochmal Geld. So, wiederbeleben bitte. Da hat er sogar mehr Geld verloren. Sehr schön. Das muss ein Scheißspiel sein, Kollege. Dann beenden wir das Spiel mal hier. Zack. Niemand mehr wiederbelebt hier. Oh, Schluss mit lustig. Immer Geld für mich. So, 7.14 Uhr. Was soll denn das? Danke. Oh Mann, die Flucht. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Oh, Banküberfall. Gibt der große Job, von dem man geredet hat, von uns. Ein paar Freunde von ihm, Banküberfall, okay. Ich gehe in die Baustelle irgendwann fertig. Ich habe das Gefühl, die bauen schon ewig hier. Auf die Hucke. Fällt gar nicht auf. Die Bank auf dem Boulevard. Okay. Bin aber gespannt, da uns unsere Geliebte ja verraten hat, werden wir die 100 Pro noch mal wiederfinden oder wiedersehen. Ja. Wir werden bestimmt im Laufe der Story auf unsere alten Kollegen hier treffen.
Und mit Sicherheit auch auf den einen älteren Herrn, den sie da aus dem, also den sie eigentlich befreit haben, weswegen wir raus konnten. Und irgendeine große Nummer, für die ich hier überhaupt. Tut uns hier weg! Aber gerade vom geparkt, den anders oben parken müssen. Ah, die Laternen sind ganz schön stabil. Hihi, zu schnell, mein Freund. Straßensperre. Aber wir sind schon da. Sind die Cops ab? Da ringen wir heute ein paar Minuten. Oh, oh. Brauchen wir am besten so eine Sterne, die auf der Straße rumliegen. Das ist natürlich gar nicht cool. Ah, wir können das Fahrzeug gleich hier. Gleich hier. Und hopp. Neuer Motor und neue Lackierung. Die Cops werden sich nicht identifizieren. Jawohl. Perfekt. Du kriegst aber in die Richtung gefahren. Sonst ist es eventuell ewig gedauert. Ach nein. Und wenn ich war, haben wir jetzt wirklich an der Garage noch einen überfahren. Geh mal halt normal lackieren hier. Zack, zack. Nein, aber echt. Na, da werden schon im blauen Punkt einen blöden Polizisten überfahren hier. Das kann nicht wahr sein. Neuer Motor und neue Lackierung. Die Cops werden mich nicht identifizieren. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal ohne so einen Cop zu überfahren. Könnte ziemlich hilfreich sein. Nicht zu weit. So. Mission erfüllen. 30.000. Mensch, ich habe einen Haufen. Ups, Entschuldigung. So ein Haufen Geld, ey. So, Joey hat erstmal keine Mission mehr für uns. Fahren wir zu unserem lustigen Kollegen hier. Immer lauter komische Sachen von uns will. Immer irgendwas mit einer Wäscherei. Ja, Geldbote. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Ich war sehr so angepisst. Meine Güte. Na gut, haben wir mal das Geld von der Wäscherei ab. Hier hat er so endlich das Schutzgeld bezahlt. Haben wir ja auch hart für gearbeitet. Das war nicht, ob das so schlau war. Von der Wäscherei. Ganze Autos zu zerstören. Jetzt glaube ich nicht, dass sie so viel Geld noch verdienen. Ich hab die jetzt unser Geld wirklich hier. Vorsichtshalber eine Waffe auspacken. Hm? Mr. Young Laundry. Und wer denn? Ja, jetzt ist immer scheinbar falsch. Ja. Wirkt überhaupt nicht verdächtig. Fahr mal lieber mit dem Auto rein.
Drei Wege. Spitze. Ja. 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 Es war jetzt irgendwie. Oh. Jetzt waren wir irgendwie tot. Ich glaube, wir hatten nicht mal voll erleben. Ey. Also, dann versuchen wir das nochmal. Aber das erste Mal, dass wir überhaupt einen Stern bekommen. Dafür, dass wir einen Polizisten, oder direkt neben dem Polizisten ein Auto klauen. Was rum? Entschuldigung. Sind aber auch noch Granaten. Oh, wir haben gar keine Waffen mehr. Ich hab's gerade richtig gesehen. Oh, alle unsere Waffen verloren. Das heißt, wir müssen unbedingt erst am Ammunition vorbei. Ja, da sind wir fast komplett ohne Waffen dahin gefahren. Ammunition. Hier. Da. Oder? Doch. I got all your own defense needs. Ich brauche was kurz stehen bleiben. Zack. 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 Sollte eigentlich reichen. Warte, wenn man jetzt einen Haufen Geld ausgibt und dann direkt in der Mission wieder stirbt, macht sich eine Spitze. Ich nehme an, die Waffen werden später bestimmt noch ein bisschen teurer. Wegfahren kann. Nummer 1, 2 Stück, 2 Stück und einer da aussteigt. Stell den LKW erst dahin und dann kommst du nicht weg, mein Freund. Helf dir mal. Schwemm den mal für dich weg. Tschüssi. So, bringen wir mal Toni schnell sein Geld. Ui, hallo Herr Polizist. Oh, ganz schön wenig Leben. Polizist, ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Tut mir ja leid. Für die Musik, muss ich noch für 10.000. Da scheint die Wäscherei aber gut zu bezahlen.
Wollen wir gleich die nächste Mission machen? Nehmen wir. Das Treffen bei Salvatore. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war? Now get going. Oh, harte Mutter. Sie wollen einen Krieg? Sie kriegen einen Krieg. Was, ich nehme mal dein Auto, Kollege. Hä? Aha, Platz, Alter. So. So, voilà. Und Joey auch dabei. Nee, wir haben bei Joe bloß das Auto, oder? So, dann fahren wir zum Boss. Hoffen wir mal, dass das sauber abläuft. Kein Stress vom Boss. So, sind wir natürlich irgendwie ein bisschen falsch gefahren. Den elegant wenden. Ne, wirklich. Voilà. Oh, der war knapp. Ja, nee, mit welchem Boss wir uns treffen? Ich nehme an, nicht mit dem Boss von der Triade. Obwohl wir in Chinatown sind. Beziehungsweise im Rotlichtbezirk. Nur erstmal Luigi ab oder. Oder Misty. Misty wäre natürlich auch schön. Aber Misty doch gern durch die Gegend. Wie alle im Anzug hier. How you doing, kid? Ein wichtiges Treffen zu sein. So, jetzt hören wir unseren Kollegen hier ab. Wir haben die Gleichheit mitgenommen. Ja, genau, wir sind Treppen runter spazieren. Boah, der hat die Ruhe weg, der Junge. Ja, komm in aller Ruhe, komm mal. Okay. Wir verärgern eine Wäscherei und ein Fischladen greift uns an, ja? Mit gleich zwei. Drei! Einer brennt. Dann hätten wir das auch erledigt. Willkommen auf dem Steam Cable Falls. Ey, 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 ey. Ich werde auf die Tonkung. Hier, wir aussteigen dürfen. Oder ob es eine gute Idee ist, auszusteigen. Hey, zurück ins Auto.
ist schon ganz schön kaputt und nicht sonderlich schnell. Das bringt jetzt gerade nicht so viel. Zum ersten. Nummer zwei. Kann ich nicht jetzt hier hinter? Jawohl. In die Garage rein. Und Glas ist eine feindliche Gang vor seinem Haus zu wohnt? Egal. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll go down to the club and celebrate, okay? Here's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. Wait, have a class with me, then. I see nothing but good things for you, my boy. Come on, do you, Daddy Abo? 15.000, das kann ich mir überredet. Also, dass ich eine gute Zukunft habe. Aber ich glaube, das ist doch der vor uns... Oder am Anfang, huch, bei der Taste, der aus dem Gefangentransporter befreit wurde, wo wir mit drin saßen. Boah, schönes Haus hat er auf jeden Fall. Sehr groß. Und zu ihm scheint die Gang mit die Autos zu gehören, beziehungsweise die schwarzen Anzüge, Leute. Anzügleins. Geht's gar nicht weiter, aber welcher Architekt plant denn sowas? Spitze. So, oh, können wir in sein Haus rein? Auf Piste mit Maria. The fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chigo and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. So, wir fahren jetzt also zum Scheinhafter am Bahnhof zum Drogen kaufen für Maria. Okay. Auf Platz, Mensch. Na gut. Mal sehen, ob sie so viel Ärger macht, wie er uns versprochen hat. Aber wir werden ein bisschen nicht unterhalten. Nein. Wir bleiben schön bei uns, war hübsch und nicht gut. Sitzt auch ganz hinten, ganz entspannt im Auto. Scheint das gewöhnt zu sein. Im Bahnhof? Ach, da ist ein Bahnhof. Und dann mit der Limo durchs Grüne. Das ist Chico. Okay. Ah, Mira is my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Hier, der verkauft also auch dieses Spank, was hier gerade die Stadt erobert. Ich merke es mir, mein Freund. Ich komme wieder.
Oh, jetzt haben sie die Tür kaputt gemacht. Na gut, fahren wir Maria zu ihrer Party. Weil das ist ein Rockstar-Logo. Wenn man das sehen kann. Das er herstellt. Steigen wir aus. Rockstar. Was? Und inflate your waste mit Burgern. Okay. Ja, ich muss hier lang. Liebe Freunde. Okay, das hat es jetzt nicht so richtig gebracht. Ja, das Grüne hier. Zack. An der Polizei über den Parkplatz. Beziehungsweise an dem Gebäude hier, wo der Polizeiball stattgefunden hat. Ey, was habt ihr gegen mich? Ich hab euch doch gar nichts getan. Alles nur ein Job, Leute. Da haben wieder ewig im Kreis. Was haben wir da für ein Werbeschild? Portland Dogs. No unautorisated Acers. Hol uns die Party. Setz Maria vor dem Gebäude ab. Oh, schicke Autos haben wir hier. Ah, ich habe nicht in der Limo vorgefahren. Hab ich das gehört? Ja, pass auf den Wagen auf. Und die Luft nicht abtanzen. Ersten Partygarten haben wir leider schon überfahren. Sagen wir, wenn wir schon überfahren, können wir uns auf seine Waffe krallen. Dankeschön. Eine Rauschgefratze. Genau in dem Club, wo jetzt Maria drin ist. Das ist natürlich nicht cool. Maria! Was? Was war das denn? Achso, nee, nicht verhaften. Nicht verhaften. Verdammt, was war das für ein Blödsinn? Oh Mann. Der Polizist die Lumo gehabt. Und Maria leider ins Krankenhaus befördert. Ich will mal schauen, wie wir die Polizei loswerden. Was kann ich jetzt hier einen Stern geben für uns? Nein. Wo finden wir jetzt den Stern? Stern. Ja, Leute. Wir können natürlich die Limo auch einfach umlackieren. Das ist die richtige Straße. Ja, wir lackieren die Limo einfach um. Das müsste doch irgendwo sein hier. Vorne wohnt Misty und genau hier ist es. Ja. Und dann fahren wir uns wieder zu Salvatore. Misty's Sugar Daddy, so ein Sugar Daddy sozusagen. Oh Mann, das tut mir aber leid, ich hoffe, der ist nicht böse auf uns. Jawohl, Luigi, der schickt einfach Misty vorbei. Dann vergisst Salvatore Maria ganz schnell. Ja, doof, ne? Jetzt fahren wir mit der Limo dahin. Und dann mit der Limo wieder wegzufahren. Hier war eins von den Autos, die was hier vorne steht. Oh Mann. So. Auf Piste mit Maria. Versuch Nummer 2. Kann ich das Auto wechseln? Zurück in die Limo, ne. Entschuldigt bitte, dass ich das Mikrofon ab und zu ausmachen muss. Und ab und zu mal räuspern. So, dann gehen wir erstmal wieder zu Chico.
dem Dealer des Vertrauens von Maria. Vertrauen wir nicht. Maria sollte lieber woanders kaufen. Manchmal Luigi. Oh, was habt ihr denn gegen mich, Leute? Ja. Also das Gebiet sollte man vielleicht ein bisschen meiden. Limo qualmt auch schon wieder. Bisschen Spank? Nein, man kann Spank. Dann herausfinden, wer das ganze Spank verkauft, mein Freund. Dann bist auch du dran. Ja, Leute. Da postet der nächste Button Link. Bestimmt mal das Overlay ausschalten müssen. Und die Links wegspellen gleich. Aber erst einmal gespeichert haben nicht, deshalb lebst du hier abschmiert. Ein paar viele Gegner hier. Jetzt fahren wir wieder den Sinn und den Kreis. Vielleicht ein bisschen Zeit zum Umparken. Vielleicht auch einfach Auto wechseln. Ja, Fifi passt das Auto auf. Aussteigen können wir ja offensichtlich. Ich nehme den hier nehmen. Den Cheetah. Auf alle Landeinheiten. Ausspielt trotzdem ja in Atlantic Cross. Werden wir sehen. Ich steig ein. Was, zurück in die Limo? Oh, kann nicht wahr sein, ich muss den blöden Limo abbauen! Und steig in die Limo, Eule! Uns verfolgt ein verdammter Helikopter. Zumindest vom Hören her. Ja, Zaun, mach Platz! Ich muss hier durch, Zaun! Ah, komm. Sonst weiß ich natürlich nicht, ob wir die Polizei loswerden müssen oder ob wir einfach zum Punkt fahren können. Wir versuchen es erstmal einfach zum Punkt zu fahren, scheint näher zu sein. Als Pain and Spray. Ja, die radieren sich selber aus, sehr schön. Wir sind allerdings nicht sonderlich flott den Berg hoch, aber die Polizisten helfen uns. Sehr gut. Macht das spitze, Jungs. Ja, damit die ja nicht wissen, wer das ist, der Herr Paul. Aber direkt zum Anwesen. Spitze. Mit Helikopter im Schlepptau. Ah, nein! Komm schon. Ja, geschafft. Ohne Explosion. Das war echt knapp jetzt, ne? You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you treated me really good with respect and everything. I better go. I'll see you around, I hope. Ja, natürlich behandeln wir dich mit Respekt. Wir wollen eben bloß Misty, nicht dich. Plus 10.000. Da wir gerade fast gestorben wären. So, wir gehen mal speichern. Nehmen wir uns so einen coolen Schlitten hier gleich mit.
Mafia heißt der. Ist jetzt irgendwie nicht sehr unauffällig. Möchte ich jetzt mal nennen. Wollen wir uns erstmal speichern. Dann beenden wir die Session hier auch erstmal. Ja, was schießt denn ihr da unter mich? Ich tue euch nichts, weil ich hier wohne. Rotlichtbezirk. In der Perversa. So, der Bullenball, immer speichern. Okay. So, damit war es das auch erstmal. Ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Aufnahme bzw. im nächsten Livestream, ja, also alle, die hier auf YouTube schauen, wir streamen die Spiele alle live und bringen das dann in 30-minütigen Folgen auf YouTube. Ja. So, damit verabschiede ich mich schon mal von allen. Good luck and have fun.